Gestern hat es angefangen, als der S&P 1,3% im Minus war, dann drehte und damit das größte Intraday-Reversal seit Februar hingelegt hat, dann noch im Plus geschlossen hat. Heute setzt sich diese Rallye fort. Zwei Faktoren. Es ist Wladimir Putin mit seiner Aussage, ich werde versuchen, den europäischen Gasmarkt zu stabilisieren. Das hat die Preise, die Energiepreise nach unten gebracht. Erster Punkt. Zweiter Grund, die Hoffnung auf Kicking the can down the road, also die temporäre Anhebung der Schuldengrenze bis Anfang Dezember, damit jetzt nicht gleich ein Riesenproblem entsteht. Das hat die Märkte jetzt nach oben gebracht. Nicht so wirklich erstaunlich, wenn man sich die Internas mal anschaut, dazu gleich mehr. Aber insgesamt muss man sagen, charttechnisch ist das alles noch Gedöns. Und was ist mit Gedöns gemeint? Es ist vor allem Gerhard Schröder gemeint, der das einst gesagt hat nach seinem Bundestagswahlsieg 1998, als er sagte, Familie und das ganze Gedöns, meinte damit das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Spätestens seitdem galt er als der Ultramacho. Frauen und Gedöns, das ist natürlich, oder Familie und Gedöns, das war natürlich schon harter Tobak, aber charttechnisch sehen wir jetzt nach wie vor ziemlich viel Gedöns an den Märkten, will ich Ihnen gleich zeigen. Wieso? Hier sehen wir mal so eine Party der Bullen, da ist jemand schon etwas schlecht geworden vor lauter Euphorie und Alkohol offenkundig. Future Surge on Debt Ceiling Reprieve, Slide in Energy Prices, also es bringt diese zwei Hauptfaktoren genau auf den Punkt, aber wir sehen unten den Spider mit hin, also den S&P 500, respektive das maßgebliche ETF auf den S&P 500, nach wie vor ist der Abwärtstrend intakt, nach wie vor sind relevante Marken nicht angegangen worden, wollen wir uns gleich mal anschauen, hier mal ein Blick auf den Dow Jones, Booms rauf, Booms runter, Booms runter, Booms rauf, Booms runter, Booms rauf, also es ist ein ziemlich volatiles Rauf und Runter, dennoch sind wir jetzt für den Oktober, was den S&P zumindest betrifft, positiv und das Trading Desk von Bank of America hat gesagt, also das erste Mal in 12 Sessions haben wir jetzt alle Kundenklassen praktisch als Nettokäufer gesehen, Retail Leading, also es sind die Privatkunden, die praktisch sich jetzt wieder dick einkaufen, buy the dip. Und man kauft vor allem Large Caps, also hier die großen US-Tech-Werte, Growth Basket, Underliers, also man kauft das Muster der alten Zeit, Tech, die Schwergewichte, hurra, es geht wieder alles nach oben. So fürchterlich überraschend ist das nicht, dass es wieder nach oben geht. Sven Hendrik zeigt das hier. Wir waren nicht nur überverkauft, wir waren auch in einer Situation, dass wir hier ein klassisch bullisches Muster hatten, nämlich der Bruch eines Falling Wedge, da bums ging es drüber hinaus. Jetzt sind wir übrigens nicht mehr überverkauft, der RSI jetzt bei 50, also völlig im neutralen Bereich. Jetzt wird es auch langsam wieder schwieriger, warum will ich Ihnen gleich mal zeigen. Hier zum Beispiel, wir haben jetzt es geschafft, zumindest mal die 100-Tages-Linie so ein bisschen anzuchecken, aber wir haben nach wie vor die 50-Tages-Linie nicht erreicht. Also hier das nächste Hindernis, die Amerikaner ja sehr stark fokussiert auf diese gleitenden Durchschnitte, 50-Tages-, 20-Tages-Linie, 100-Tages-Linie, 200-Tageslinie. Da wird drauf geguckt und weil da drauf geguckt wird, schafft es praktisch Fakten, auch wenn es an sich gar keinen Sinn macht, aber es ist halt dann so, weil es so ist. Nicht wahr? Die normative Kraft des Faktischen, haben die Altlinken eins gesagt, also die Alt-68er. Und jetzt gucken wir nochmal auf diesen ganzen Energiesektor. Die Sorge war ja, ups, Energiepreise schießen durch die Decke, dadurch weiterer Anstieg der Inflation, das wird zur Stagflation, also Wirtschaftsabkühlung, eine Spirale kommt in Gang mit Wirtschaftsabschwächung und dennoch müssen die Notenbanken die Geldpolitik straffen, das war sozusagen der Punkt. Heute haben wir gesehen, respektive gestern schon, dass die Gaspreise ziemlich eingebrochen sind. Putin hat den Ballon angepiekst, hat hier mein Kollege Claudio Kummerfeld getitelt heute und wir sehen einen Artikel auf CNBC, der sagt ja, also die Analysten in den USA hatten recht, Europa ist total abhängig in Sachen Energie von Russland. Genau diese Nord Stream 2 Bedenken, die ja Sid Donald, ach, mir wird ganz weich ums Herz, wenn ich diesen Namen wieder zitieren darf, Sid Donald hatte ja gesagt, na ist nicht, wir müssen euch verteidigen, gell, und ihr nehmt das Gas von den Russen, ne, das geht ja nicht, ne, dann müsst ihr schon unser Gas nehmen, das kostet zwar das Doppelte, aber es ist halt nicht vom Russen, ne, das war also damals der Fall. Jetzt gucken wir uns eben diesen Chart mal an bei den Gaspreises.
Gestern ja dieses massive Allzeithoch, dann sind wir 50% gefallen, muss man sich mal vorstellen. Jetzt erholen wir uns aber wieder. Das gilt übrigens auch für den Ölpreis. Leitkrut, dieser amerikanische, ist wieder über 78 Dollar. Also da droht eine Wende wieder zu kommen oder zumindest geht dieser Abverkauf jetzt erstmal nicht weiter. Aber wir stehen ja dennoch viel höher, etwa was die Gaspreise, die Strompreise, die Kohlepreise betrifft. Also diese maßgeblichen Energieträger, da stehen wir ja noch viel höher als vor 2 Wochen. Also die Sorgen sind nicht weg, sie können nicht weg sein, weil nach wie vor das Problem da ist, auch wenn ein Beruhigungsfaktor durch Putin gekommen ist und zweitens dann eben diese Schuldenobergrenze-Thematik. Da muss ich auch noch zeigen, ob das wirklich so einfach ist, wie die Märkte schon eingepreist haben. Mitch McConnell hat nach meiner Auffassung den Demokraten eine Falle gestellt und sie in eine ziemlich blöde Situation gebracht. Für die Republikaner bedeutet das nämlich, wenn sie sagen, ja, guckst du, wir sind ja bereit, hier temporär schnippschnapp, dann sind sie erstmal raus, dann kann man ihnen die Schuld nicht geben. Taktisch sehr, sehr geschickt. Jetzt liegt der Ball bei den Demokraten. Die müssen jetzt eine Option ziehen, die sogenannte Reconciliation, die sie eigentlich unbedingt vermeiden wollten und wo alle gesagt haben, nein, das werden wir auf keinen Fall tun. Also das wird noch tricky. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Übrigens, dieser Begriff Stagflation, der macht jetzt langsam auch in Deutschland die Runde. Inzwischen spricht man ja auch von einer Energiekrise. Gell, 5 Jahre später und deutsche Medien haben das praktisch, wie soll man sagen, intuitiv erfasst, was schon ein paar Monate der Fall ist. Gell, hier mal zum Beispiel der Fokus, Furcht vor Stagflation, fataler Mix, unsere Wirtschaft in die Knie, zwingt ein fataler Mix. Also jetzt merkt man es langsam, jetzt kriegt man es langsam mit, aber wir haben ja Gott sei Dank die EZB, also jene, die die Zukunft kennen wie kaum ein anderer, die haben sich zwar so leicht geirrt in Sachen Inflation, wie die Fed ja auch, aber nur leicht und muss man jetzt so ein bisschen sich daher winden. Und jetzt haben wir heute ja das Sitzungsprotokoll der EZB gehabt und sage und schreibe, überlegen Sie jetzt schon, wieder neue Anleiheprogramme aufzulegen, Anleihekaufprogramme, nachdem PEP ja dann im März 2022 auslaufen wird. Und ich meine, ein Junkie ohne Drogen ist kein gescheiter Junkie, denkt man sich. Also da muss irgendwie, wenn du jetzt kein Heroin hast, dann nimmst du halt eine andere Droge, ne? Oder nennst du das anders. Ist ja wurscht, Hauptsache du pfeifst dir was rein, gell? Aber es geht nicht um die Rettung der Südländer, meine Damen und Herren, gell? Weil die stehen geradezu sehr, sehr gut da. Da werde ich Ihnen dann noch ein groteskes Beispiel erzählen, nicht in diesem Video, aber nächste Woche, wie gut die Italiener derzeit dastehen. Aber gehen wir mal weiter. Wir haben dann unsere wunderbare Isabel Schnabel, die ja für mich so eine Art Traumpaar mit Marcello Fraccherino ergeben würde. Die ist in letzter Zeit ja auch sehr, sehr dovisch unterwegs, auffallend kongruent mit ihrem Long-Portfolio, aber sei es drum, gell. Jetzt hat sie aber heute gesagt, also ja, ist ein bisschen früheilig jetzt anzunehmen, dass also dieser ganze Preisauftrieb dann schon nächstes Jahr vorbei ist. Okay. Also früh, es wäre ein bisschen praktisch, hat es gesagt, also jetzt bin mir nicht mehr so sicher, ne? wenn man das jetzt mal übersetzen will. Also nicht mehr ganz so sicher, aber ziemlich sicher. Okay? Also diese Inflation ziemlich sicher, also, aber nicht mehr ganz sicher. Vorher war sie ganz sicher, jetzt ziemlich sicher. Also man sieht diese verbalen Rückzugsgefechte in Sachen Finanzoptimismus. Das sind finanzpolitische Zweckoptimismus-Aussagen, könnte man sagen. Und noch haben sie ja eine Chance, dass das irgendwie nicht voll in die Hose geht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es total in die Hose geht. Aber wie gesagt, man denkt jetzt schon über das nächste Anleihekaufprogramm nach und muss vielleicht sogar völlig andere Maßnahmen treffen. Denn wir haben nach wie vor natürlich das Problem Lieferkettenprobleme. Materialmangel. Jetzt zum Beispiel sehen wir neue Allzeithochs, was die Wartezeiten auf Chips betrifft. Und das trifft nicht nur die Autoindustrie, aber vor allem die Autoindustrie. Und ein solches Auto zum Beispiel, da sehen wir mal eine Abbildung, wo Chips drin sind, wo sozusagen computergesteuerte Elemente sich in einem Auto befinden. Man titelt hier nicht zu Unrecht ein Computer auf Rädern und das war ja vor 10, 20 Jahren noch komplett anders. Dementsprechend ist eben auch die Chip-Nachfrage da, weil eben die ganze Welt jetzt eher neuere Autos fährt oder die meisten und da eben wahnsinnig viele Chips drin sind. Und wie gesagt, da null Entspannung auf diesem Markt für Chips, also hier eben diese Sorgen. Und Sorgen auch in UK, by the way. Hier Sven Hendrik sagt heute Donnerstag, immer noch kein Benzin.
Manchmal werden die Tankstellen beliefert, aber dann kommen sofort Horden von Leuten, die sofort sozusagen horten und versuchen zu kriegen, was sie kriegen können. Dann innerhalb weniger Stunden ist wieder die Tankstelle leer. Also das zeigt das Erfolgsmodell unserer britischen Nachbarn. Und abschließend vielleicht noch wichtig, ich hatte ja heute Morgen schon erzählt, dass Xi Jinping angesichts der Revolution von 1911, die die Kaiserzeit beendet hat in China, eine Rede halten wird. Und jetzt der Bericht, dass die US-Truppen schon lange in Taiwan der Fall sind, das könnte noch lustig werden. Zwei Hinweise noch auf Artikel: Immobilienblase, Baupreise explodieren, Augen auf beim Immobilienkauf. Sehr wichtiger Ansatz, wie ich finde, und Gaspreis, Spekulationsblase, all das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und verweise nochmal auf 18:30 heute Boom und Bust, da werden wir über die wichtigsten Dinge sprechen. Es wird eine wunderbare Ritt durch die Charts, durch die Fundamentaldaten, das wird richtig Spaß machen. Ich freue mich schon drauf. Also zwei Artikel verlinkt über die Immobilienblase, weil die Baukosten steigen massiv, aber die Mieten steigen nicht so massiv, das wird schief gehen. Und der zweite Punkt, eben diese ganze Gasthematik, Energiepreisthematik. Und dann noch der Live-Link hier, heute 18:30 mit Rüdiger Born zu den Dingen. Das wird Spaß machen, das kann ich garantieren. Jetzt wünsche ich das Allerbeste. Wir sehen uns dann vielleicht am Montag, vielleicht auch erst am Dienstag, aber auf jeden Fall nicht morgen. Ihnen das Allerbeste. Wir sehen uns 18:30. Ich zähle auf Sie. Servus, ciao.